So, heute zeige ich euch, wie man ein Stück Lachs macht, und zwar auf die schnellste Art und Weise zu Hause. Wir brauchen hier einmal wieder einen Bunsenbrenner, ein bisschen Fleur de Sel und ein schönes frisches Stück Lachs. Wir werden den Lachs erstmal von der Haut runterziehen. Man gebe mit dem Messer hier zwischen Haut und Fleisch rein und dann kann man das eben richtig schön von der Haut so runterschneiden. Haut ist dann weg und man legt dann den Lachs hierher, schneidet einfach so etwas halb Zentimeter dicke Streifen. Da Lachs auch sehr fett ist, brauchst du hier beim Blech auch kein Öl oder sonstiges. Legen wir hier auf, schön. Dann nehmen wir das Blech, schmeißen unseren Bunsenbrenner wieder an. Ist halt was für Männer zu Hause, optimal. Und dann den Lachs einfach richtig schön rösten. Das Blech wird jetzt dadurch auch heiß und der Fisch gart schön gleichmäßig, glasig überall durch. Kurz nochmal drüber gehen, einmal ausmachen, er brutzelt. Dann einfach nur noch mehr so ein bisschen Meersalz drauf. Dann mache ich mal einen weg. Dann ist der schön gegart. Hat noch einen leicht glasigen oder rohen Kern drin. Ist einfach zu Hause umzusetzen. Probiert es einfach mal aus. Es macht auch Spaß, weil es ein wenig riecht wie Steckerlsfisch am Volksfest. Viel Spaß!